Jo, hi online und willkommen zum 3. Juli. Es ist Freitag. Ist natürlich wieder ein Sommermorgen, wie er im Buche steht. Und damit willkommen zu Vlogging the Family, das Jahr mit der Eiswürks-Familie. Heute fahren wir ja rüber zu meinen Eltern, um dann morgen früh zum Brunch zu meinem Onkel zum 80. zu fahren. Und weil es ja gestern so warm war, gestern Abend, aber das Gießen noch nicht notwendig war. Man sieht immer noch von Dianas Gießmarathon, es ist noch nicht so richtig eingetrocknet. Habe ich gesagt, dann gießen wir am besten jetzt, morgens. Dann ist es, wenn es wieder so warm wird, die Wirkung natürlich am besten. Und dann werde ich kurz arbeiten. Und dann müssen Jana und ich noch einen Arsch voll Besorgungen machen, um dann so gegen 3 loszufahren. Gut, dann erstmal das Gießen klar machen. Und obwohl Victoria gestern Abend wieder so ihre Einschlafprobleme hat. Ich dachte gerade, was ist denn das für ein Geräusch? Ja, obwohl Victoria wieder so ihre Einschlafprobleme hatte, ist die Nacht ganz gut gelaufen. Trotz auch, dass es so warm war, weil ich sag mal so, die Dachschräge ist halt warm. Ne? Die speichert halt reichlich Energie und bis um mitten in der Nacht ist es einfach warm. Es ist trotzdem gut gelaufen, also die haben locker dann geschlafen. 10:30 ist Charlotte wach geworden, stand plötzlich in ihrem Bett, hat an den Gitterstäben gerüttelt und wollte halt eine Flasche haben. Minuten später war natürlich Victoria auch wach, kriegte ebenfalls ihre Flasche. Und danach haben sich beide wieder locker hingelegt und schlafen jetzt immer noch, genauso wie das Schnuffel. Ja, und dann müssen wir eben noch eine Menge Besorgung machen. Hat halt alles so durcheinander gebracht, dieser Tag, der uns mich oder anderthalb Tage, die es mich entschärft hat. Das ist immer ärgerlich. Aber kannst du halt nicht einplanen, ne? Puh. Die Schwestern kostet ja immer ganz schön viel Zeit. Also ich habe jetzt erstmal Hand gegossen. Jetzt ist es soweit, dass der Sprenger hier seinen Job machen kann. Das Problem ist halt hier so am Rand und so kann ich ja nirgendwo richtig sprengen. Und wenn wir den ganzen Garten mit dem Sprenger machen wollten, also auch die Ränder, müssen wir den x-mal versetzen und dann dauert es genauso lange. Vorher muss man dann dauernd rauslaufen und jetzt muss ich ihn wieder versetzen. Da geht das mit der Handgießen tatsächlich schneller. Man rief zum Frühstück. Kann ich hier im Hauswirtschaftsraum Licht ausmachen? Mach ich einfach mal. Victoria hat gesagt ja. Na, ihr zwei beiden? Kleinen, niedlichen? Hä? Ja. Ah, Kaffee! Nein! Kriegst du nicht! Und du auch nicht! Hier ist Kaffee! So. Ihr kleinen Mäuse! Was sehe ich da denn Leckeres? Joghurt mit Beerenfrüchten. Mmh. Und die Mama hat dich voll gekleckert. Hi. Hier ist schon wieder Flucht angesagt. Ich bin schon wieder auf Abwägen. Ja? Ich bin schon wieder auf Abwägen. Wo willst du denn hin, Schatz? Ich bin satt, angedrückert habe ich auch. Jetzt will ich wieder weiter gucken. Du bist auch schon fertig wieder? Jetzt ins Wasser? Das ist aber, glaube ich, noch ein bisschen frisch. Nicht in die Nase bohren. Das ist jetzt nicht in die Nase bohren. Das ist doch nicht so warm, das ist besser. Und außerdem wurde doch noch ein. Ja, hat die Mama die Schlange einfach platt gemacht, ne? Mhm. Ja, der Hintergrund ist, dass die beiden sich da immer dran festhalten wollen und dann natürlich irgendwann damit umliegen. Boah, meine Fresse, das Losreißen fällt immer schwerer. Habt ihr welche aufgehangen? Ja. Das ist ja niedlich. Ja, ja. Ja. Ja, der Papa macht heute Feierabend, weil wir ja noch einkaufen müssen. Hi. Ha. Ha. Yay.
Ganz viel Grießbrei gegessen, ne? Mit Erdbeeren. Mmh. Und jetzt gehen wir ein bisschen einkaufen und fahren wir zu den Großeltern. Ja! Ja! Kleines Püppi. Ja. Riecht ja lecker hier. Nach Blüten. Oh, wir sind noch überfälliger, als ich dachte, dass wir werden würden. Es ist, glaube ich, jetzt schon nach 4. Eigentlich wollten wir um 3 los. Aber hier Randale bereute ist ja nicht so einfach. Juti, mein Handy. Die Anas Handy müsste ja auch irgendwo sein. Ich präsentiere unsere Fahrerin. Ganz in weiß. Nicht unsere Fahrerin, sondern eine Fahrerin. Endlich geht's los. Ja, zu den Großeltern, ne? Ah, jetzt wieder friedlich? Ja, jetzt wieder friedlich, ne? Jetzt sitzt ihr in euren Sitzen, eure Schnuffeltücher und könnt gleich schlafen eine Runde. Kleine Süße. Winkst du mit deinen Füßen? Winkst du mit deinen Füßen? Zwei Quietschis! Hey, die Quietschgirls! Ja! Genau, schmier mal schön die Polster voll, dann hat Oma was zu waschen. Da soll die mal sehen, wie das bei uns jeden Tag ist. Oder so. Ja, aber wenn ich doch alleine, dann will ich dahin, wo ich hin will. Ja, wie unschwer zu erkennen, sind wir übrigens bei meinen Eltern halt angekommen, ne? Ja, Mädels, habt ihr hier bei den Großeltern auch Kinderbetten, ne? Ja. So, und was wir machen werden ist, wir werden jetzt die Schnuffelmäuse mal ein bisschen abduschen, weil die haben ja auch geschwitzt. Und dann ist hier Bettgehen angesagt, ne? Mal gucken, ob meine Eltern von ihrem 1000-Jahre-Fest hier zurückkommen. Soll ich die Haustür zumachen? Deswegen sagen wir schon mal, hey, tschüss, wir sehen uns morgen. Oh.